Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land 1.4 Beta. Wir haben es geschafft, deshalb steht da hinten auch schon ein neues Gebäude, eine neue Produktion. Wir sind hier jetzt auf der 1.4 Beta, die am Freitag den Release gekriegt hat von uns. Und ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los. Ach, jetzt habe ich schon wieder hier Probleme mit der Lenkung, ey. Es gibt hier ein paar Neuerungen. So zum Beispiel Mais Plus Horse Extension. Fruchtzerstörung 2.0. Alter, das nervt mich jetzt aber. Dann fahren wir lieber mit Tastatur. Die Kameramods haben wir wieder runtergeschmissen. Weil die ja letztes Mal so buggy waren. SLU hat, wer sich fragt, mein Feld fertig geerntet. Deshalb ist es auch fertig. Weil wir eben das Map-Update gefahren sind. Und dadurch natürlich die ganzen Feldstände nicht mehr vorhanden. Darum bin ich gerade am Überlegen. Eigentlich hatte ich doch irgendjemand. Oh, stimmt. Ha, hi. Habe ich ja ganz vergessen. Neues vom Hof 5. Ja, hier haben wir eine Hühnerzucht. Oh. Es war aber knapp. Dann fahren wir den Kollegen hier mal raus. Ich hoffe mal, dass der überhaupt rauskommt. Lassen wir den hier rauskriegen. Ja. Geht. Ups. So. Also, wie gesagt, wir sind jetzt hier auf der aktuellsten Version 1.4 Beta. Wir haben den Hof 5 mit einer neuen Funktion, und zwar als Hühnchenbauer. Die können wir vor Ort allerdings kaufen, die müssen wir nicht beim Händler kaufen, beim Viehhändler. Und ja, also all die Neuerungen, die kommen dann nach und nach bei euch an, denke ich. Hier steht mein Johnny drin, das ist schon mal gut. Den lasse ich jetzt mal stehen und bring mal schnell den Drescher wieder weg. Wir sind jetzt eben Hof 5, wir sind jetzt oben eben Schafbauer. Quatsch, Hühnchenbauer. Schicke Änderung. Wir haben hier jetzt an jedem Silo auch Schilder dran, was drin, wie viel drin ist, was da reinkommt. Das ist an den Hofsilos so, das ist an den Produktionen so. Da können wir ja vorne bei der neuen Produktion gleich mal reinschauen. Mal einfach mal spickeln, was da alles reingehört. Wir haben dieses Mais Plus verbaut, aber ja doch, wird trotzdem angezeigt. Wenn ihr den Mod nicht mit drin habt, dann braucht ihr das mehr oder weniger auch gar nicht. Oder dann funktioniert es halt ganz normal. So, hier haben wir die Durex-Produktion. Da kommt Karton, Paletten und Latex rein. Sieht alles schick schön aus mit den. Was habe ich denn jetzt schon wieder gekriegt? Bin ich überhaupt im richtigen Hof? Ja. So. Ich erinnere mich, dass wir letztes Mal eigentlich dem Björn den Auftrag gegeben haben, irgendwas für uns zu verkaufen. Aber ich weiß nicht mehr, was. Ich glaube, Gerste soll er verkaufen. Da gucken wir gleich nochmal rein, was da gerade der aktuelle Preis ist.
So. Dann geht's schon ab. So, die Pacht von den zwei Feldern ist jetzt auch ausgelaufen. Also die gehören uns nicht mehr, die können wir nicht mehr bearbeiten. Das ist durch das Thema. Ich hatte ja letztes Mal überlegt, ob wir die Pacht einfach verlängern, weil die Felder geschickt liegen. Werden wir aber jetzt erstmal nicht machen. Sondern ich muss... Volker Varuna, hallo? Hey Volker, Diesel hier. Hi. Hey, brauchst du noch einen Abfahrer? Nee, ich bin durch mit der Ernte. Achso, okay. Aber wie viel Ladevolumen hast denn du? Fahrzeugpapiere eben gucken. 40.000. Okay, weil ich bin am überlegen, ich muss gerade mal die Marktpreise checken dann. Für Gerste und für Dinkel. Ja. Achso, ne, warte mal, das wollte ich ja eigentlich so. Ne, eigentlich muss ich gerade nichts verkaufen. Nee, im Moment brauche ich leider doch niemand. Aber ich muss jetzt dann erstmal wieder ansehen. Achso, ja. Ja, aber danke fürs Angebot. Stimmt, ich hatte letzte Woche, glaube ich, gefragt, gell? Ja, da war ich ja noch am Ansehen. Ja. Im Einfeld war ich gerade angefangen. Darum habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt das zweite ansehe, frage ich nochmal nach, ob du noch einen Abfahrer brauchst. Nee, passt im Moment, danke. Bitte, gerne doch. Gut, bis dann immer. Bis dann. Tschö. Tschö. So. Ja, da war ja was. Ja, da habe ich rumgerufen, dass ich noch einen Abfahrer brauche, aber hat sich ja erledigt. So. Dann stellen wir dem Jürgen den Drescher mal wieder auf den Hof, der war ja... War ja auch witzig, ne? War ja gar nicht von ihm. Ich war absolut der Meinung, dass es seiner ist. Naja, was soll's. Alles gut. So. Zum Glück schließt er nicht immer sein Tor ab. Ups. So. So, dann laufen wir mal. Oh, da. RaceX hat eine neue Halle gekriegt, ha? Aber die Tür ist ein bisschen klein. Mal da. Die Tür ist ein bisschen arg klein. Da komme ich nicht rein. Das ist da drüben auch so. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ist eine 1.4 Beta. Da müssen wir noch ein bisschen was verändern. Klar, Bugfixes bitte gerne reporten. Am besten auf unserem Discord-Server. Ah, guck mal, die Halle, die ist richtig. Ne, die passt auch nicht ganz. Doch, die passt eigentlich ganz. Warte mal, warum komme ich da dann nicht rein? Ne, die passt auch nicht. Komisch. Jo, das ist übrigens auch der neue Bauhofhof. Sieht auch schick aus. Hat inzwischen auch eigene Silos. Jo, hat sich ein bisschen wieder was getan auf der Map. Wir haben uns lange Zeit gelassen mit dem Release der 1.4. Aber ich denke, das war auch notwendig durch die vielen Änderungen, die wir gemacht haben. Viele oder einige neue Produktionen. Damit sind wir jetzt erstmal eigentlich weitestgehend durch.
Ich laufe jetzt gerade mal einfach bei der Zellulosefabrik vorbei und schaue da noch, ob da alles okay ist. Oder ob ich da noch irgendwas tun muss. Sind da jetzt 70.000 drin oder 10.000? 10.000. Wasser brauchen wir. Da rufe ich doch gerade mal den Diesel an. Warum geht denn das jetzt? Ah, jetzt klingelt's. Diesel? Ja, Folge war 100, ja, hallo. Hey. Hast du letzte Woche, glaube ich, die Holzkohle bei mir abgeholt? Oder vorletzte Woche? Vor zwei Wochen war das. Ja, lieferst du jetzt auch Wasser? Nee, das haben wir alles an den Lukas überschrieben. Müller. Ja. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Danke erstmal. Bitte. Tschüss. Tschö. Okay, dann kriegen wir da kein Wasser. Das Wasser sollte ich mir nämlich dann demnächst wiederholen. Mal ein, zwei Tankerschen voll. Dass wir hier weiter produzieren können. Papier ist noch was da. Aber Papier scheint mir voll zu sein. So ist es. Schön. Oh, da liegen ja Paletten rum. Hä? Warte mal. Waren das nicht die, die der Jürgen abholen sollte für den Blaubeer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stück sind hier. Kann das sein? Zwei, vier, fünf. Zehn. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hi. Zwei, vier, sechs. Du, ich hab deinen Anhänger an deinen Hof gestellt. Welchen Anhänger? Den Drehschemel, den du vorbeigebracht hattest wegen den... Ach, der, wo du mich über den Tisch gezogen hast. Ich nicht, nee. Ja, okay, dann halt Fliegel. Okay. Ja, wurde nicht mitgeliefert. Jetzt wurden sie geliefert, sind jetzt dabei. Jetzt passt das auch alles. Okay, danke dir. Gut, lass mich mal gerade. Wie machten ihr das jetzt in der Gemeinde mit dem Wasser? Eigentlich kümmert sich der Lukas darum, aber der ist heute schon wieder nicht da. Okay. Ja, ist okay. Ich wollte nur mal nachfragen, dass ich Bescheid weiß. Da geht's auf jeden Fall wieder vorwärts. Okay. Gut, dann danke ich dir erstmal. Jo. Tschüss. Tschüss. Auf meinem Community-Discord-Server dabei. Ja? Ja, Jürgen, Volker hier. Moin. Hi. Können wir uns treffen? Achso, oh. Nee, warte mal. Warte, ich guck mal schnell. Mit den Unterlagen für die Metzgerei, bei der Metzgerei. Ja. Mit den Unterlagen von der Metzgerei, bei der Metzgerei. Das wäre optimal. Wann? Jetzt? Jo, ich bring auch ein bisschen Cash mit. Ah, das ist gut. Ich muss nur kurz nach Hause laufen, Trecker mit Anhänger holen. Dann treffen wir uns dort. Jo. Gut, danke dir. Tschüss. Jo, ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's endlich ums Unterzeichnen der Metzgerei. Dann können wir uns die endlich kaufen. Und was ich auch noch gesehen habe, ist hier. Neu in der 1.4 haben wir hier jetzt einen Holzhacker.
Das wäre eigentlich auch noch so ein Ding, wo wir uns einverleiben sollten. Weil Hackschnitzel brauche ich einen Haufen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.